Ja, aber ich finde das Lachen schön. Diese Schadensfreude. Alter! Dafür kriegst du auch schöne Breitseite, Penner. Ja. Ja. Aber jetzt auch nicht. So. Okay, alles klar. Also ein bisschen weniger runterfallen. Wenn ich jetzt hier runterkletter, kann ich dann noch eine Bombe werfen? Nee, ne? Aber auch wenn ich da an dem Dings hänge? Okay. So, und jetzt einfach nur Dreieck. Ja, sind wir Freunde. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Jetzt habe ich quasi die Bombe schön verschwendet und habe gar nichts mehr. Schön. Aber dafür hast du noch viel Energie. Ja, und ich kann noch weglaufen. So. Nein! Ja, ich habe aber den falschen Knopf gedrückt. Ich wollte eigentlich was anderes machen. Ja. Tag auch. So. Jetzt kommen die scheiß Spinnen. So, hallo liebe Leute, ich versuche hier mal Schaden zu regulieren. Normalerweise hat natürlich der gute Lucci das Level zu Ende gespielt. Freut mich auch sein Kommentar, aber viele meiner Dateien sind seit meinem tollen Computerunfall kaputt. Und
hier ist es eine kleine Schnelle. Ich hoffe, in den anderen Videos, die habe ich noch nicht nachgeguckt, da ist noch was Licht. Ich habe mal die fehlende Musik durch die originale Stage-Musik ersetzt und werde das quasi jetzt zu Ende kommentieren. Ab hier läuft es dann auch wieder. Und der gute Lucci macht es natürlich spannend, wie ihr gleich sehen werdet. Denn wer will schon Langweiler? Eigentlich könnte man an der Stelle ganz gut entkommen, aber wenn man natürlich zwei Werner Krone sitzen hat, dann geht das nicht mehr so gut. Wäre es fair gewesen, wenn er zerquetscht worden wäre. Ich sage euch, das macht Arbeit hier. Ich muss die Dinger mit Raps vorspeichern sozusagen. Vorrendern, weil Camtasia mit diesen fehlerhaften oder kaputten Dateien ein Problem hat und das Ganze nicht rendern mag. Und so und so muss ich es mit Fraps halt vorrendern und dann mit Camtasia nochmal auf die fertige Videodatei neue Spur drauflegen und den Kommentar nachholen. Was ziemlich nervig ist, aber gut, ich kann nichts machen. Und mal eben alles nachspielen, das kann ich auch nicht, vor allem wenn die Dinger eigentlich geil kommentiert waren. Ich ärgere, dass das Ende nicht mehr drauf ist, denn das sieht ja, man sieht ja, dass das so flüssig läuft. Und in der Originalaufnahme ist hier auch Ton. Ich weiß nicht, wo man das beim Rendern rauslässt. Na, mal sehen, vielleicht sind die anderen Dateien ja wie gesagt nicht beschädigt. Hier geht es übrigens darum, ob man das Teil auch mit der Pistole zerschießen kann, wenn man oft genug draufballert, aber da hat jeder schnell aufgegeben, denn es geht nicht. Warum auch? Ist ja nicht so, dass man mit 2 Milliarden Schuss ein Ding in die Luft jagen könnte. Nein, da muss eine Bombe ran. Sonst ist das Teil leider unzerstörbar. Ja, und da wäre es doch nochmal schön gewesen, nach 80.000 Versuchen, wenn wir auch nochmal dran gewesen wären. Aber, Happy Endings, Lucci hat es geschafft. Und damit verabschiede ich mich und hoffe, im nächsten Video müsst ihr mich nicht wiederhören. Ciao.